Das Kampfdress soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es letztlich doch relativ einfach war. Die Bewegung, die wir nach oben hatten, war nicht wirklich ein Kampf. Im Gegenteil, die ging so zügig vonstatten, dass es schon fast wieder Spaß gemacht hat, auf der Longseite mit dabei zu sein. Wir haben mehrfach darüber berichtet, insofern gar nicht so viel Neuigkeit. Die Frage ist dann eher, wie lange geht das noch? Naja, zumindest zeitlich lässt sich das ganz einfach begrenzen, denn heute Abend ist definitiv Schluss. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch von den Räumlichkeiten haben wir nicht mehr so arg viel, möglicherweise bis zur nächsten Entscheidungsmarke. Der DAX nämlich ungefähr, wenn ich mir den Index angucke, bei 12.000 in etwa. In einer Zone, wo man sagt, theoretisch hat er dann alles gesehen, was er bis dahin hätte sehen sollen, hätte sehen müssen. Wir können also davon ausgehen, dass so langsam aber sicher der Drive nach oben wohl nachlässt und dann umgekehrt es entscheiden wird, ob die Bewegung nach unten echt an Fahrt aufnimmt oder ob das Ganze dann doch eher eine harmlose Kiste wird. Das ist noch längst nicht gesagt, denn es wäre denkbar, dass der Markt sogar darüber noch hinaus explodiert, dass wir noch viel, viel mehr sehen werden. Das ist sehr realistisch, aber nicht Gott gegeben. Also wir können nicht uns darauf verlassen, dass das tatsächlich passiert. Nein, im Gegenteil, wir müssen jetzt genau drauf gucken, was der Markt macht. Worauf gucken wir also? Naja, ich habe es mehrfach schon erwähnt. Wenn jetzt ein Rücksetzer kommt, wollen wir sehen, dass der möglichst ohne Panik ist, ohne irgendwelche heftigen Bewegungen, sondern dass der einfach so ein bisschen hin und her wackelt idealerweise. Und dann könnten wir sogar die Position nochmal erweitern oder wer den ersten Teil jetzt hier verpasst hat, dann zumindest dann nochmal ein Teilstück nach oben mitnehmen. Wenn wir aber jetzt eher hektische Gewinnmitnahmen haben, was durchaus vor dem Wochenende passieren kann, es ist also nicht unrealistisch, dass der ein oder andere sagt, wir haben jetzt so einen Anstieg gehabt, lasst uns freuen, was wir haben und einfach mal Gewinne mitnehmen, das halte ich für realistisch, aber ebenfalls nicht für sicher, dass das passiert, aber wenn es passiert, dann wissen wir, ist die Aufwärtsbewegung nicht nur ein bisschen zu Ende, sondern wahrscheinlich vorläufig jetzt erstmal unterbrochen von einer etwas größeren Korrektur. Also dementsprechend, je nachdem in welchem Zeitfenster Sie unterwegs sind, nutzen Sie genau diese aktuelle Situation, dass der Markt so ungefähr, vielleicht hat er noch ein bisschen Platz, das hängt auch ein bisschen davon ab, welcher Markt das genau ist, ob es der amerikanische, der deutsche, der Hightech ist oder der Standardwerteindex. Achten Sie ungefähr jetzt darauf, wie hier das Marktverhalten ist und seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie hektische, heftige, dynamische, impulsive Bewegungen in eine Richtung bekommen. Wenn Sie jetzt gar keinen Plan haben, was ich meine, dann freuen Sie sich das nächste Mal auf mein Chart-Video wieder. Dann werde ich genau so ein Szenario wieder vorstellen. In diesem Sinne bleibt mir kaum noch was übrig, außer Ihnen ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Woche. Die Märkte machen doch weiter, ganz egal wie. Wir als Händler werden wieder mit dabei sein. In diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal.